Okay. Plastic? Faith braucht die Position von Gabriel Krugers Wohnung in der View. Das wird ein interessanter Job auf jeden Fall. Ich habe sie gerade auf deinen Beat hochgeladen, Faith. Du kannst von dort aus auf sein privates Netzwerk zugreifen. So kommst du an den Gridprint. Ja, du musst nur eine leere Shotgun verwenden, Faith. Sobald du die Verbindung herstellst, hack ich mich über deinen Handschuh rein. Einbruch in die Docks. Es gibt nur den Helipad auf dem Dach und natürlich den Haupteingang. Einen VTOL können wir auch nicht wieder umleiten, weil sie ihre Kommunikationsprotokolle geändert haben und es einfach zu lange... Plastik. Lass sie einfach machen. Oh. Okay. Ich muss mich nun leider verabschieden. Und Faith, denk an... Aber du musst ja zu weit lang. Ihnen aus dem Weg zu gehen. Nee, ich verstehe nicht, warum die Leute in Kunstmuseen gehen. Sie sind vollkommen unlogisch und Kunst muss nicht logisch sein. Kunst muss vor allem nicht in der Stadt sein, wenn hier alles schon so auf moderne Kunst drin ist, dann braucht man echt kein Museum mehr. Sie soll Gefühle wecken oder überhaupt irgendeine Reaktion hervorrufen. Genau wie Reflection. Nein, Reflection erzeugt künstliche Emotionen. Kunst ist real. Also ich finde sie bescheuert und sinnlos. Das ist vollkommen in Ordnung. Auch das ist eine Reaktion. Rupf das Ding. Den nehmen wir nochmal mit hier. Ah, Runnerin. Da bitte. Nö, lass mal lieber. Ich will ja jetzt eine andere Mission machen. Ich habe keine Zeit für dich Nebenmissionsfrau. Gedacht, okay, alles klar. Schön aus hier, muss man mal sagen. Und den Bäumen und so. Macht schon.
Es werden der eine Tür entriegelt. Den Wartungszugang auf der Gebäuderückseite. Ja, da würde ich mal sagen, brech nochmal in Kruger-Sack ein und schauen wir mal, was da jetzt abgeht. Das klingt auf jeden Fall ziemlich heavy und das könnte richtig heftig werden. Aber klingt auch ziemlich aufregend auf jeden Fall. Aber wir haben nicht wieder nur Fight-Sequenzen ohne Ende. Oha. Halt dich am besten von ihnen fern. Ja, das ist ein guter Plan. Okay, wenn du das sagst, Facey. Sollte man Leertaste gedrückt halten und nicht einmal antippen, dass er rüberspringt. Das ist mir so ein einfaches Gefecht, dann denkt man da nicht dran, oh, Leertaste rüberspringen, easy going und ja, ab in den Abgrund, ey. Aber wir sollten hier hochrennen, habe ich das Gefühl. Nee. Ja, möglicherweise ihn hier. Guten Tag. So. Irgendwelche Wachleute, ich habe auch nicht überrascht zu werden. Wie sieht aus? Nein. Den Aufzugwartungsschacht. Kriegen wir hin. Achso. Oh, ah, ist klar. Okay, ja, anders denn. Ich habe nicht mal gesehen, dass da eine Wand ist. Ja, das war so auch nicht gedacht. Es ist fies, wenn das so Wallruns in so eine Kurvenwand ist und dann hat man auch so ein bisschen Sprung, wo man vorher springen muss. Das finde ich mal ein bisschen tricky. So, jetzt hat es geklappt, mehr oder weniger. Alles klar, ich bin drin. Echt schön aus hier. Gut, du musst dich durch das Gebäude bis ins oberste Stockwerk vorarbeiten. Ja, prügeln. Von dort aus müsstest du Zugang zu Krugers Lobby haben. Vorausgesetzt, die Baupläne stimmen. Ah, jetzt komme ich jetzt da hoch. Warum kann man hier irgendwie durch? Ja, kein Zugang. Ich will provozieren, dass sie auf mich schießen, dass sie aufschießen. Hey! Ihr Affenkinder, kommt her hier, holt mich. Okay. Scheint nicht. Hier ist zu, da ist zu. Okay. Müssen wir hier oder wo lang? Ah, vielleicht können wir da rüberspringen, indem man. Okay, ja, ich verstehe. Ich verstehe. Okay. Ah, okay, ja, da auch gut. Ja, darum. Man muss mal denken, dass das hier nicht nur moderne Kunst ist, sondern dass das hier auch irgendeinen Sinn erfüllt. Wir haben die Runnerin. Guten Tag. Ich würde dich vermissen. Und vergiss nicht, du musst ins oberste Stockwerk und dann in den Wartungsbereich. Das sind verdammt viele Leute. Ich weiß nicht so richtig, wie ich da hochkommen soll. Komm, spring runter da jetzt. Willst du wohl da runterspringen? So. Jetzt spring schon runter da. Mann, runter mit dir. Jetzt reicht's mir mit dir hier. Jetzt reicht mir das hier. So.
ja, Leben aufladen hier. Heben die jetzt hier nicht auf? Okay, wahrscheinlich, weil wir hier immer noch Gegner haben. Sie ist verletzt! Ja, komm her, komm her. Komm her. Komm her. Nur nicht, dass der andere noch Glück auf mich bekommt. Aua. Oh, Ruhe hier. Das Subjekt hält nicht mehr lange durch. Subjekt nicht so einer, ey. Da habe ich ja gar keinen Bock jetzt gerade. Oh, ich bin doch ausgewichen, Mann. Ich bin doch ausgewichen. What the fuck, wie schnell der immer kickt? Ich kann nicht ausweichen. Ich kann, sobald ich trete, kann ich nicht mehr aus... Ja, geile Nummer, ey. Top, wow. Much wow. Ich habe immer gekickt, ausgewichen und immer auf den Sack gekommen. Immer wieder einen selber einen Hit kassiert. So, ich weiß nicht, wie ich das sonst machen soll. Okay. Scheiße, aber nicht. Was ist denn das hier für ein Raum? Ich bin doch ausgewichen, for fuck's sake! Reicht es mir mit dir hier? Ja, fick mich halt mit deiner Scheiße. Ich finde das doch so dumm, dass man in dem Spiel keine Waffen nutzen kann. Ich würde einfach die erstbeste Waffe nehmen und die einfach über den Haufen schießen. Das ist voll unrealistisch, dass sie keine Waffe nutzt. Ein nach dem anderen. Ein nach dem anderen runter da. Ah, springst du wohl runter da? Gehst du wohl runter da? Geht doch so. Oh, ich weiß nicht, wie wir da hochkommen. Ich weiß nicht. Nee, das. Nee. Boah, ey. Das wird eine richtig heftige Mission, das sage ich jetzt schon gleich, ey. Boah, das sind so viele Leute und dann ist der Weg doch völlig wirrwarr-mäßig. Die müssen wir auf jeden Fall hier erstmal verbinden, sonst rennen uns gefährlich. Er stirbt davon nicht. Oh, Ruhe, ja. Wir würden die einen nach dem anderen vornehmen, hier sonst das Ganze. Naja, ist hier sowieso das größte Problem. Oh, wow, 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 easy, bro. Boah, krass, okay, also Nahkampfangriff könnt ihr komplett vergessen bei dem Typen, der macht euch uns instant fertig. Das Subjekt ist so gut wie verhaftet. Komm schon, verdreck doch, du dreckiger Mongo. Reicht mir das mit dir hier, Mann. Jetzt hier mal wieder aufladen oder was? Ich brauche Leben, ey. Ich bin halb tot. Sonst hat das überhaupt keinen Sinn hier. Boah, wie heftig das einfach ist. Jetzt mal ehrlich. Es lädt sich auch das Leben nicht auf. Solange die uns anscheinend hier gespottet haben, lädt sich kein Leben für uns auf. Was? Was war das denn jetzt? So eine Scheiße! Ah. Ich wollte einen Sprungangriff machen. Ja, schieß halt auf mich. Entschuldigung, ich muss mich entschuldigen, ich muss ja mal kurz hoch. Aua. Warum kann ich keinen Sprungangriff machen? For fuck's sake nochmal, ey. Oh, du Drecksack. Mann, ey. Das war ja der Mega-Jump-Face, so könntest du einen Oscar gewinnen mit der Preis mit dem Megasprung. So, ist der Typ jetzt hier? Komm mal her, komm her.
Oh, das wird heftig, Mann. Ja, geiler Begrüßungskick erstmal, ey. Klasse, super, ey. Ich bin noch ausgewichen! Oh, die lässt mir gar keine Wahl! Ich verstecke mich jetzt hinter dem Ding, kommst nicht ran, ha? Am Arsch, ha? Kannst nichts machen, wa? Ja, dumm, ne? Ja, schon scheiße, hä? So, so ein Pech aber auch. Ist das so, ja? Yo! Alles klar! Krass, Mann. Nicht gut. Oh, die hat mich voll in die Ecke hier. Ich kann nichts machen. Krass, Mann. Ich lebe noch. Wie kann ich hier, ob ich das überlebt? Soll ich jetzt mit... Okay, ich lädt sich auf. Bitte lass dich voll aufleben. Bitte lass dich voll auf. Voll. Nicht nur zwei Striche. Oh, bitte, komm. Scheiße. Es lädt anscheinend nur wirklich nur zwei Striche auf. Ich weiß nicht, wie wir das machen sollen. Das ist heftig, Mann. Ja, wir haben sie gleich. Jetzt spring da rüber! Oh, hier ist hier zu viel. Da, weg hier, weg hier, weg hier. Das waren mir gerade ein bisschen viele Leute gewesen. Hätten die Schießtypen, das habe ich vergessen. Oh, Kacke, Mann. Oha, oha, ich bin tot, Mann. Bitte hochheilen, hoch, hoch, hoch. Zwei Striche, okay. Sie ist bald am Ende. Ich bin ausgewichen! So eine Kacke nochmal, ey! Das war so nicht gedacht. Ja, genau, gib mir schön einen mit immer. Genial. Wie oft kann der mit dem Ding schießen? Das ist völliger Schwachsinn! Komm her! Mann! Immer noch vier Gegner da oben, ey. Geile Nummer, ey. Er steht mit seinem Surgerät, ey. Immer runterspringen? Oh, da stehen wir so viele Leute an dem, das funktioniert nicht. Okay, dann noch nicht lang. Was? Was? Na, warum? Was? Ist das dein Ernst? Da war eine Sprungstelle, um da hochzuspringen und er schafft es nicht? Was? Boah, dieses Spiel, ey. Jetzt bin ich schon zweimal wegen so einer Scheiße gestorben, ey. Mann! Das kotzt mich an, du hässliches Mongo-Kind. Komm her, du kleine Pussy, ey. Mann! Verrecke. Du sollst verrecken, hab ich gesagt. Verreck doch. Oh. Mann. Och, Face, ey, sei doch nicht so dumm, ey. Mann. Wie ich mich schon wieder aufregt gerade. Wir haben jetzt noch momentan noch volles Leben, das ist gut, aber der Typ will jetzt sowieso runterhauen hier, ey. Der hat mich nicht mal berührt. Der hat mich nicht mal berührt. Das ist so ein Schwachsinn, ey. Ah. Ja, ich weich aus und er kickt mich trotzdem. Ja, danke, dass ich mich mal aufstehen darf, Mann. Lass mich doch in Ruhe, du hässliches Mongo-Kind. Mann, ey. Ja, töte mich. Ich hatte volles Leben. Nix am Arsch, ey. Gar nichts ist hier mehr. Weil ich einfach nicht aufstehen kann, weil er 500 Milliarden mal auf mich einprügelt. Ja, das ist so lächerlich, ey. Fick dich einfach, ey. Wirklich, fick dich einfach. Dieses Scheißspiel, ey. Berührt mich nicht mehr, aber ja, genau. Mh. Du gehst mir auf den Sack, du hässliches Mongo-Vieh. In die Fresse, in die Fresse, in die Fresse. In die...
Fresse, komm her jetzt hier. Ja, genau. So, Ruhe mit dir. Mann. So viele Leute, Mann, da sind noch so viele. Hör dich ja nicht. Tschüss, noch mal zwei wieder. Ja. Das lief gut, erstaunlicherweise. So, wir haben da unten noch einen. Dem, zu dem wir hinkommen. Gesuchte Zecke ist hier. Sehr gut. So, jetzt haben wir hier unten noch was rumrennen. Komm mal her. Komm weg da, ich hab keinen Bock auf Scharfschützen. Aua, nein. Okay, dann fällt die Scharfschützen. Wow. Puh, war wieder haarscharf. Noch einer angelaufen. Na komm. Oh komm, ich bin ausgewichen. Das ist echt haarscharf, Mann. Das ist echt so knapp hier, die Leute zu verprügeln. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie so ein Mega-Fighter nachher irgendwann ist. Frage ist nur, jetzt haben wir doch, glaube ich, die Schützen da irgendwie gehabt, oder? Habe ich da oben noch Schützen gehabt? Ja, genau. Ja, komm, ey, gib mir doch eine Chance, Mann. Kackspiel. Super, ey. Soll ich denn jetzt hinkommen? Oben lang irgendwie? Hier, wo? Ich weiß nicht mehr, wo der ist! Ich werde einfach angefrackt von irgendwo. Wie soll ich denn mit so low HP irgendwas ausrichten? Ich komme nicht mehr aus der Deckung raus. Ich bin da instant tot. Hier irgendwie das Ding aufladen, mein Flow-Balken. Geht der Insta wieder runter, ey. Ja, das ist ja kein Sinn. Mit so low HP brauche ich den gar nicht aufgeladen, ey. Jetzt kriege ich nicht mal mehr meinen zweiten Balken dazu. Das ist absolut unmöglich. Ich weiß nicht, wie die sich das vorstellen. Wenn man sich nicht mal heilen kann. Was soll ich? Ich muss nicht vormerken. Das muss man mal vormerken. Ich habe Ausdauer voll geskillt. Also hier Lebenspunkte. Ich habe die maximalen Lebenspunkte, die man haben kann in diesem Spiel. Und schaffe es nicht, mit den Lebenspunkten dieses Ding hier zu machen. Das kann es doch nicht sein. Jetzt mal ehrlich. Und was soll ich gegen diesen Typen machen, der mich instant anfängt, sobald ich aus der Deckung rauslaufe? Ich kann jetzt nochmal probieren, aber es geht in die Hose. Ich weiß noch nicht mal, wo ich hin muss. Keine Ahnung, Mann. Dann wüsste ich gerne, wo der Typ steht. Er weiß natürlich genau immer exakt, wo ich bin. Ich habe null Ahnung, wo er steht. Ich meine, er steht oben irgendwo auf der Brücke, aber das ist eine vage Vermutung. Krass, jetzt habe ich jetzt meine zwei Balken wieder. Ja, da oben steht. Ich glaube, der scheint hier oben zu stehen. Müsste mich jetzt nicht mehr treffen. Ja, okay, er steht wirklich da oben hinten. Na, wow, wow, okay, das ist noch ein zweiter. Alles klar. Okay, es sind sogar zwei Leute, die mich ficken wollen. Gut, danke Spiel. Vielen Dank, das macht das Ganze total einfach. Wirklich. Ich weiß, dass ich über die Dinger darüber muss, aber das schaffe ich nicht. Ich komme nicht mehr in die Nähe von denen, wenn die mich instant über den Haufen schießen. Boah, ey. Nee, Mann. Das ist wirklich richtig ekelhaft. Richtig ekelhaft. Ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Und dass der mich überhaupt sieht von da oben, ist für den schönen Fähiger Schwachsinn eigentlich. Ist niemand oben. Kann niemand sein. Hier kann jetzt... ist niemand. Beide irgendwie da oben. Ich komme da nicht hin. Und sobald ich da oben hochspringe, bin ich am Arsch. Ich probiere es einfach aus. Das ist egal. Ich kann nicht dran schauen. Die sind sogar ganz oben. Unmöglich. Ich weiß nicht, wie sie sich das vorstellen. Boah, ey, Alter. Das ist so heftig, Mann. Das ist so heftig. Okay, ich könnte jetzt versuchen, darüber zu kommen. Dass ich zum Beispiel da bin.
Da komme ich auf jeden Fall nicht hoch. Ja, da oben wäre möglicherweise im Wallrun möglich, aber da hochzukommen, muss ich die erstmal ausschalten. Und das kann ich nicht, um da nicht hochzukommen. Das ist. Ich versuche jetzt erstmal darüber zu kommen. So. Ja, dann kommt doch runter, for fuck's sake, nochmal. Und campt euch da oben ein, ey, ihr dreckigen kleinen Lackaffen, ey. Ja, wir sollen da hoch, ich sehe es ja. Wir sollen da hoch und müssen dann da oben rum. Aber das ist tödlich, wenn ich das mache. Das sage ich gleich. Wenn wir hier wenigstens einen Speicherpunkt hätten, dann würde ich sagen, alles klar, kein Ding. Überhaupt kein Problem. Versuchen wir es halt einfach nochmal und nochmal und nochmal und nochmal, bis es klappt. Aber ich kann nicht jedes Mal von ganz vorne anfangen. Das ist absolut unmöglich zu schaffen. Weil ich dahin bin ich tot. Das sage ich euch gleich. Das ist Schwachsinn. Mein Gott, ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ja, genial. Wirklich mega geil, ey. Wirklich fett. Ich weiß nicht, wie das technisch überhaupt möglich sein soll. Es funktioniert nicht. Oh, von ganz von vorne. Nicht mal minimal ein Speicherpunkt. Ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ich habe eigentlich gar keine Lust mehr auf den Müll hier. Das heißt, absolut nicht schaffbar sein kann, weil ich gleich an derselben Stelle, wenn ich jetzt das schaffe bis dahin, glaube ich, an der exakt gleichen Stelle hängen. Kannst du mal bitte sterben, anstatt mich mit deinem Scheiß abzuschießen? Mann, ey. Ich hab's eben noch gesagt. Ich hab gesagt, es könnte interessant werden, hier diese Kruger-Set-Geschichte, wenn da nicht 400 Milliarden Wachen sind. Und man sich die ganze Zeit nur mit Wachen rumkloppen muss. Und was ist es? Bomben muss man sich mit Wachen rumkloppen. Ja, herzlichen Dank, ey. Ich weiche aus. Das hat absolut keinen Sinn. Ausweichen ist der letzte Bullshit. Ich prügel einfach auf ihn auf, bis er tot ist. Entweder sterbe ich oder er. Ja, ich weiß. Danke. Ich kann nicht ausweichen, weil er instant zuschlägt. Das war jetzt mal ein... Ja, und instant wieder in die Fresse. So, meine Güte. Und dadurch verliere ich meine ganzen Lebenspunkte. Jedes Mal. Und mit zwei Lebenspunkte kann man es nicht schaffen. Und mehr als zwei legt er sich auch nicht auf. Es ist so lächerlich einfach. Ja, ihr auch nicht. Ah, nein, 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 nein. Brav sein. Nacheinander. Alle nacheinander. Nicht alle auf einmal. Oh Gott, ihr seid doch völlig bescheuert, ey. Ah. Boah, ey. Völlig ein Rad ab. Jetzt mal ehrlich. Ihr habt doch völlig ein Rad ab. Und die mit fünf Leuten auf einmal auf mich ran. Mit meinen 2 HP. Da habe ich völlig die Chance. Letzter Versuch jetzt. Ich habe ansonsten mal das Spiel aus. Ganz ehrlich. Das nervt mich gerade so dermaßen, weil es einfach sowas von fucking unmöglich ist. Und frage mich auch, wie oft sich das vorstellt, dass ich das Ding 400 Milliarden Mal versuche oder was. So, ich kann sie auch nicht ignorieren. Wenn ich jetzt ignoriere, dann kloppen sich alle mit mir. Und ich kann ja, pass auf, ich mach's vor. Ich kill mich jetzt. Was? Keine Ahnung, was das gerade war. Ja, definitiv. Nö, keine Lust. So, und jetzt versuche ich einfach mal die ganzen Wachen einfach völlig zu ignorieren und einfach nur hoch zu rocken, quasi. Weiß nicht, ob das möglich ist, aber ich probiere es einfach mal. Einfach nur, um mein Leben nicht zu unnötig zu verlieren. Hm, klar. Ich weiß, du bist los, Freunde. Ja, bla. Ja, ich bin noch an dir vorbei! So ein... Mann, lass mich in Ruhe! Ha! Oh, ne Scheiße. Das ist ein massiver Power-Move. Scheiße einfach die ganze Idee. Ich scheiße einfach. Du machst sie fertig. So, bam. Kannst du da runterspringen jetzt? Los, komm, verrecke. Matsch, wow. Erstaunlicherweise recht gut zusammen. Wow. Ist es ernsthaft? Man musste sich mit den Leuten prügeln. Ernsthaft jetzt? Was sagst du mir jetzt? Wir haben es geschafft. Heilige Scheiße. Ich bin beim Wachungsbereich. Hätte ich niemals erwartet, dass wir das schaffen. Sobald du da durch bist, musst du wieder ganz nach unten. Von dort aus solltest du dann wow. Die Lobby erreichen können. Much wow. Wirklich. Much wow. Puh. Hätte ich niemals erwartet, dass ich das überhaupt nochmal schaffe heute. Aber anscheinend hat das Spiel ein bisschen Mitleid mit mir gehabt, mit meinem Rumgekrebs da und hat mir einfach mal eine Chance gegeben. Die Krugers Wohnung wurden durch den Aufruhr im Museum alarmiert. So wie es aussieht, wollen sie dich in der Lobby abfangen. Das können sie gerne versuchen.
Nein, können Sie nicht gerne versuchen. Soll mich. Oh Gott. Schon wieder so ein Fighter. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Nein, nein, ich will hier weg. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ah, nein, lass mich in Ruhe, bitte. Nein. Ah, Scheiße. Verdammte. Lieber Leute, wo ich weiß nicht mehr, wo ich hin muss. Das ist so verwirrend. Also lieber. Ah, Gott, Hilfe. Nein, und er macht mich fertig. Und ich weiß nicht mehr, ich will erstmal wissen, wo ich hin muss. Ich bin tot. Wow. Von einem Nest ins nächste Nest. Hammermäßig, ey. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich hin müsste. Expressaufzug, okay. Da, ja, ich sehe es jetzt. Irgendwie muss ich da hoch. Wahrscheinlich muss ich da hoch. Geht da hoch. Nein. Geht weg. Nein. Geht weg. Er hat doch gesagt, ich soll da oben rüber, oder nicht? Das ist völlig bescheuert. Ich wehr mich da ja nicht mehr. Ich kann mich mal am Arsch lecken, ey. So lächerlich scheiße schlecht einfach dieses Spiel, ey. Was willst du denn da machen, bitte? Das ist doch völliger Schwachsinn, ey. Oh, mein Gott, ey. Diese Mission. Ich kotze jetzt schon ab. Ich hab Bock mehr, ey. Das ist so nervig, ey. Das ist so nervig. Guck mal, da sagt er, ich soll da lang. Ah, ich soll nicht da ranschwingen. Okay, ich hab's jetzt nicht verstanden. Okay, ja, 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 ja. Nee, jetzt nicht. Heute nicht. So. So. Ran, und fair und rüber. So. So. Sehr gut, sehr gut. Du eventuell den Aufzugsschacht nach oben klettern, um die Wohnung zu erreichen. Das ist doch bescheuert. Es muss noch einen anderen Weg geben. Wohin, wohin? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Okay, das war, glaube ich, keine Ahnung, richtig möglicherweise. Ja, sieht so aus. Aua. Ich treffe mich hier immer noch, oder? Treffst du mich immer noch? Ja, genau, durch die Scheibe. Hm? Durch eine Bulletproof-Scheibe. Aus weg hier, ey. Mach zu. Das ist nicht dein fucking Ernst! Dieses Scheiß-Game, Mann! Ich hab doch schon alles zugemacht, dieses dreckige Fuck-Game! Fick dich! Fick die Aufzugtür war doch schon zu! So eine Scheiße, ich hasse dieses Spiel! Oh mein Gott, ich hasse es so abgrundtief! Oh Mann! Oh Gott, ey! Oh ja! Hammermäßig, Wahnsinn, ey. Das ist wirklich hammermäßig, ey. Ja, lass doch los! Mann, ey! Lass dir ruhig Zeit, lass dich 500 Mal anschießen. Kannst du eventuell den Aufzugsschacht nach oben klettern, um die Wohnung zu erreichen? Das ist doch bescheuert. Ja, das ist total bescheuert, Face. Du sagst es, ey. Das ist völliger Schwachsinn. Oh, oh, zu hoch, zu hoch, zu hoch. Aber die müssen wir doch noch mal irgendwann schaffen, ich weiß nicht. Vielleicht in 400 Jahren mal irgendwann so, vielleicht. Krass, ey. Was? Was? Was geht hier schon wieder ab, ey? Natürlich auch direkt auf Sprung. Sobald du durch bist, kannst du eventuell den Aufzugsschacht nach oben klettern, um die Wohnung zu erreichen. Das ist doch bescheuert. Es muss noch einen anderen Weg geben. Nein, ah, oh Gott, dieses Game, ey. Es macht mich wahnsinnig. Ich kann nicht mehr. Ich weiß genau, wie ich die Folge auf YouTube nenne. Völlige Eskalation. In Emotionen und Stimme, ey. Ohne Witz, ey. Dieses dreckige Kack-Game, ey. Ich bin nur am Aufregen über dieses Spiel. Die ganze letzte zwei Stunden. Weil es einfach teilweise völlig unmöglich ist und einfach völlig nervt. Es nervt einfach nur. Es ist nicht mal irgendwie, dass es Spaß macht. Es nervt einfach nur. Sobald du durch bist, kannst du eventuell den Aufzug. Man will einfach nur diesen Scheiß irgendwie hinter sich bringen. Und hat da gar keine Lust hier irgendwie das Spiel. Noch einen anderen Weg geben.
Aua, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf, Mädel, rennen, lauf, drücken, scheiß auf, stopp, stopp. Geh beiseite, geh beiseite, geh. Och, meine Fresse, ey. Hey, bist du im Hauptaufzug? Hammer, ey. Ja, schien mir die einzige Möglichkeit zu sein. Okay, es sieht so aus, als wärst du sicher. Zumindest guter Witz. Gut, ich bin es nämlich leid, mich zu verstecken. Ja, ich bin es auch leid. Außerdem hat blassesten Schimmer, warum ich überhaupt hier bin. Zumindest noch nicht. Plastik geht im Übrigen davon aus, dass sie sich in das System hacken und den Gridprint herunterladen kann, ohne dass er es bemerkt. Ich weiß, dass ich es kann. Er wird nie erfahren, dass wir ihn gestohlen haben. Aber Faith muss mich anklicken. Oh, sieht hübsch aus. Mit so Fischchen unterm Boden. Fischchen in der Wand. Hallo, Fischchen. Sehr schick. Ja. Faith, du musst eine Verbindung mit Krugers persönlichem Terminal herstellen. Soweit wir es auf den Plänen sehen können, gibt es diese Ruhe, ne? Keine Krugers-Einheit, einfach nur völlige Entspanntheit. Ich habe sein Büro gefunden. Setz die Shotgun ein, dann kopiere ich den Gridprint darauf. Okay, die Shotgun ist bereit. Die Shotgun, ich stelle jetzt die Verbindung her. Wir haben ihn. Sieh jetzt zu, dass du da rauskommst. Faith Connors, du bist ja wirklich überall. Auch in deinem Büro. Ich hätte dich gleich beim ersten Mal erkennen müssen. Du bist deiner Schwester sehr ähnlich. Sie weiß nicht einmal mehr, wer ich bin. Und das ist ihre Schuld. Ich habe sie aufgezogen, ihr eine erstklassige Ausbildung ermöglicht und sie gelehrt, Menschen zu führen. Kein Vater könnte mehr für seine Tochter tun. Klar, aber sie ist nicht ihre Tochter, Kruger. War es nicht genug, unsere Eltern zu töten? Was war Cat für sie? War sie eine verdammte Trophäe? Ich habe sie gerettet. Du bist weggerannt, schon vergessen? Und der Tod deiner Eltern war ein tragischer Unfall. Damals herrschte Chaos. Ich war dabei. Sie hat ihnen die Stirn geboten und sie haben sie umgebracht. Deine Mutter war brillant. Sie weigerte sich aber, mit der Zeit zu gehen. Zum Glück jedoch lebt ein Teil von ihr in der Forschung weiter. Die sie dazu nutzen, um alle zu versklaven. Du weißt gar nichts und verstehst noch weniger, Faith. Hier stehen Dinge auf dem Spiel, die weit über dein kleines, egozentrisches Weltbild hinausgehen. Das ist dein Werk. Die einzige Sprache, die deinesgleichen versteht, ist Zerstörung. Bleib, wo du bist. Explosion hat das Sicherheitssystem durcheinander gebracht. Ich habe die Terrassentür geöffnet. Verschwinde, bevor die VTOLs eintreffen. Ja, die sind schon da. Da sind mehrere Drohnen in deiner Nähe. Vielleicht kannst du auf einer von ihnen nach unten fliegen. Bist du draußen? Du musst nach unten und zwar schnell. Ja, ich bin dabei. Halt dich einfach fest. Setz du mich jetzt hier ab, bring mich noch weiter. Oh Gott, ey. Endlich. Das klingt doch mal äußerst erfreulich. Bring uns den Gridprint. Sobald wir den das war eine Mission, ey. Heilige Scheiße, ey. Vielleicht kann Icarus dann ja auch wieder gehen. Kuma findet es hier nämlich ein bisschen zu voll. Ich bin mir sicher, Icarus freut sich schon darauf, hier rauszukommen. Icarus freut sich schon da rauszukommen. Ich bin froh, dass ich aus der Scheiße raus bin. Wirklich, wirklich. Ganz, 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 ganz wirklich. Ja, Jungs, aber nichtsdestotrotz, ich denke mal, eine Viertelstunde machen wir noch, dass wir die dritte Folge, also die, ich glaube, es ist inzwischen die neunte Folge. Ja, die neunte Folge läuft, glaube ich, gerade. Die neunte Folge vollkriegen. Und dann werde ich erstmal einen Break machen, weil das hat mich gerade so dermaßen frustriert, dieser Scheiß, dass ich irgendwie, keine Ahnung, boah, völlig gerädert bin von diesem Spiel. Halt, stopp, das nehme ich mit. Ja, genau, brich halt das Genick bei 2 Metern. So, mal ein bisschen die Aussicht genießen jetzt hier, ganz ehrlich. Ey. Einfach mal ein bisschen entspannt, ein bisschen runterkommen von dem Scheiß. Puh. Ja. Thank you.
Hier fahr ich rum, war doch nur Wasser unten. Wasser stirbt man noch nicht. Hm? Ach, vielleicht kann die Alte nicht schwimmen. Hätte ich gerade hin. Ja, genau. Also den Weg kannst du dir abschminken, dass ich den zu Fuß laufe. Du kannst wahrscheinlich ja nicht hinwarpen, weil. Oh doch, es geht sogar. What the heck? Okay, nice. Boah, aber diese Mission, ne, die hat mich ja dermaßen aufgeregt. Vor allem, mir hat ja niemand gesagt, dass ich die einfach alle auslassen kann. Ich habe mir gedacht, es hat keinen Sinn, da irgendwie durchzurushen, wenn da 500 Milliarden Leute auf mich schießen. Und ich nehme die lieber einzeln vor. Und dann, ja, keine Ahnung, kommen die Letzten da und machen einen völlig platt, ey. Ja, sprechen wir mit ihr. Boah, ey. Es tut weh. Es tut mir leid. In einigen wenigen Fällen kann die Einnistung durchaus ein wenig unangenehm sein. So wie ein Jucken in meiner Wirbelsäule. Ein Jucken tut nicht weh. Nein! Ich hab den Gridprint. Los, gib ihn mir. Faith, wir müssen Krugers Gridprint mit der Nanitenabschaltung verbinden und das bevor die Shard einstürzt. Warum kümmert es uns, ob die Shard einstürzt? Weil Faith dort rauf muss, um den Virus einzuspeisen. Oh. Hey. Wie fühlst du dich so? Aber das, die Mission ist irgendwas mit Klettern. Ich will klettern. Ich habe keinen Bock irgendwie auf. Der Gridprint verschafft uns hier kompletten Zugang. Was wollt ihr wissen? Bekannte Omnislet-Agenten, neue Kruger-Death-Waffen. Sie so rumgefeiten mit den Leuten. Und es ist ein Kletterspiel, dann sollte das andere nebensächlich bleiben, diese ganze Fight-Geschichte. Das dürfte schnell gehen. Wir melden uns, wenn der Virus bereit ist. Faith, ist das okay? Das Ding ist voll süß, ich will so einen haben, ey. Was? Fahndung? Auf den ganzen Müll, ey. Ich bin Rory Lupain Tanner. Sie sehen die Glass Daily News mit einer Einmeldung. Black November hat heute in der Shard eine Bombe gezündet, die dem stolzen Gebäude schwere, wenn auch keineswegs irreparable Schäden zufügte. Die Explosion, die in der gesamten Stadt spürbar war, forderte 24 Todesopfer aus der Oberkaste sowie doppelt so viele Verletzte. Das haben die auch nicht optimal. Experten zufolge behoben werden können und keinerlei Einsturzgefahr besteht, haben sich dennoch zahlreiche Mitarbeiter entschlossen, die Insel sicherheitshalber zu verlassen. Als Reaktion auf die Explosion in der Shard wurde eine Großfahndung nach Rebecca Thane eingeleitet, der Anführerin von Black November und Hauptverantwortlichen für sämtliche in jüngerer Zeit verübten Angriffe auf unsere Stadt. Gabriel Kruger versprach, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um für ihre Gefangennahme oder Liquidierung zu sorgen und versicherte, er würde erst ruhen, wenn dies geschehen sei. In der Zwischenzeit wurde über die gesamte Stadt eine Ausgangssperre verhängt, die Mitarbeitern lediglich den Weg zur Arbeit und wieder nach Hause gestattet. Was schon crazy, ey. Was hier alles kontrolliert wird, ey. Posten werden sämtliche Aktivitäten überwachen und erhalten dabei Verstärkung aus verschiedenen benachbarten Städten. Wir hoffen, dass es bei uns im Real Life niemals so weit kommt, ey. Doch wir werden sie gemeinsam überstehen. Sobald Rebecca Thane, Black November und die berüchtigten Runner eliminiert wurden, können wir alle wieder in unser normales Leben zurückkehren. Das glaubst doch nur du, Mädel, ey. Das glaubst auch nur du. Nun zu einer positiven Meldung. Das Reflection-Konsortium hat mitgeteilt, dass die bisherigen Verkäufe sämtliche Erwartungen weit übertreffen. Genau. Und sich die Verbreitung unter den ja, die Leute sind schon völlig geistig neben der Spur, dass sie sich sicher fühlen, wenn sie kontrolliert werden, entsprechend von so Leuten. Geben lieber ihre Freiheit auf. Ja. Faith, ich weiß, wie wir dich zur Shard bringen. Wenn du mir dabei hilfst, Zugriff auf den Transit-Control-Hub zu kriegen, können wir einen Zug daraus schicken, den du nehmen kannst. Bitte. Ja, das ist sie. Guten Tag. Hallo. Ja, guten Tag. So, Ruhe. Ihr kommt alle dran. Nein, nach der Zeit. Alles klar bei dir? Ich habe es echt ernst gemeint. Ja, Mann, es tut mir leid. Ja, gerne, Mann. Kein Ding. Oh, Rettung abgeschlossen. Na, cool. Lustig, was sich so bei nebenbei entwickelt, wenn man einfach nur seinen Job macht, sag ich mal. Wo muss ich denn hin? Oder?
scheint so. Aufmachen. Ups, wo sind wir? Da sind wir. Okay. Ne, das wollte ich nicht markieren. Ich wollte eine Markierung setzen, sorry. Ich wollte eine Markierung auf die Hauptquest setzen. Können wir da hinbohren? Hm, können wir sogar. Schnellreise. Machen wir das doch. Dann kommen wir von da direkt da zur Hauptmission. Echt schade, dass ich alles so kaputt gemacht wurde. Das sah echt teilweise echt schön aus hier. So, dann müssen wir uns das markieren hier. Gucken wir wieder am besten gebaut. Treppe runter. Kommen wir gar nicht durch hier. Okay, müssen wir da einfach rum. Na komm, geh doch hoch, mein Mädel. Was ist denn los mit dir? Was schwächelst du denn jetzt hier rum? Oh, Moment, oh, schön. Nice to have auf jeden Fall. Ein von zwei, ja. Nein. Du bist da, sehr gut. Stell eine Verbindung zu der Konsole her, die ich für dich markiert habe. Bitte eine Klettermission und keine völlig nervige. Sobald ich anfange, NPC-Mission. Die Hand zu übernehmen, läuft die Zeit gegen dich, Faith. Das heißt, du musst schnell sein, um sie alle rechtzeitig zu erreichen. Aha, okay. So. Nein. Dann mal los. Und auf zum nächsten. Beeil dich. Ich bin weg. Oh nee, bitte kein Zeitrennen. Oh nee, 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 bitte kein Zeitrennen. Das willst du das nicht dein Ernst? Boah, da hab ich halt überhaupt keinen Bock drauf. Ne? Da hab ich noch weniger Bock drauf als auf diesen Fight-Gedöns. Wieso geht hier alles immer um Zeitrennen? Das ist so nervig. Wenn sie sich da nichts anderes ausdenken können als irgendwie Zeitrennen. Da haben wir jetzt mal auf dem Weg ein paar komische Typen hinmachen können oder weiß der Geier was. Super, das hat sich recht gelohnt, da hochzugehen. Das hat bestimmt auch gar keine Zeit gekostet. Das ist immer so super krass bemessen. Wenn man das so, ja, so locker schaffen könnte, so, keine Ahnung. Weil das ist halt schwierig jetzt gerade irgendwie so gemacht, als würde man sein ganzes Leben lang nichts anderes machen als dieses Spiel spielen. Wenn ich so eine Minute Puffer hätte oder so, da will ich ja gar nichts sagen, aber... Krugersack hat mitbekommen, dass hier was im Busch ist. Sie haben eine Patrouille zum zweiten Hub geschickt. Das macht's nicht gerade besser. Okay, scheiß mal besser auf die, das... Ah, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe! Dammit, ey! Oh. Muss ich überhaupt hin? Ach, muss ich bekämpfen, weil ich sonst da nicht... Okay. Ja, ist ja gut, ist ja okay, ist ja gut. Der schießt da jetzt noch, hier hängst du da oben noch, ey. Lass hier ruhig. So. Okay, komm da jetzt hoch. Nein. Oh. Bist du wirklich so blöd, Face? Wirklich jetzt? Meine Güte, ey. Oh.
Oh Gott, ey. Alles nochmal von vorne machen. Geile Nummer. Aber jetzt wissen wir, dass wir die verkloppen müssen. Mädel, halt die Fresse, ey, ganz ehrlich. Ich will jetzt gar nicht wissen, wie komplex meine Arbeit ist. Zweiten Hub. Schafft er, krass. Die Verbindung müsste jeden Moment stehen. Perfekt. Ich habe uns ein bisschen mehr Zeit verschafft. Mach dich jetzt auf den Weg zum letzten. Mehr Zeit ist immer gut. Alles klar. Ach, das denkst du, mehr Zeit? 20 Sekunden mehr Zeit? Dein fucking Ernst? Komm runter jetzt, komm! Komm ran, komm ran, komm ran, komm ran! Nein, ah, das war falsch! Ah, Scheiße! Komm runter jetzt, komm runter! Der andere, der andere, der andere! Ah, zu früh gesprungen! Nein, 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 komm, komm, komm! Much wow. Dass das noch gut gegangen ist. Ja, Mann. Ich habe echt vollständigen happy. Zugriff. Die Züge gehören mir. Jetzt sollte es für dich kein Problem mehr sein, die Schar zu erreichen. Lästig. Gibt es eigentlich irgendwas, das du nicht kannst? Ja, doch, wieso lobt sie die immer? Alle loben alle anderen, aber mich lobt nur mir immer. Dass ich das richtig gut gemacht habe gerade. Alles, was ich tue, hinterlässt Spuren und früher oder sie sagt nur, oh, was ein Zufall. Ich kann neuerdings auf alles zugreifen. Warum auch immer. Danke, Faith, wäre mal ganz nett. Nein, am Arsch. Ich muss dich in einen Hinterhalt locken. Mach, dass du da wegkommst, Faith. Siehst du? Ziele sind nicht im Feuer. Ich muss hier abhängen. Wir öffnen das
Ich habe keine Sekunde an dich gezweifelt. Ja. Upgrade-Punkt. Ja, dann würde ich sagen, dann nutzen wir nochmal die Punkte, die wir hier haben. Haben wir noch ein Ziel? Müssen wir irgendwo hin, oder? Nee, ich glaube, das hat sich jetzt erledigt. Okay, dann muss ich das aus. Alles klar. Hauptkarte aktualisiert, Hauptmission, die Chart. Das scheint wahrscheinlich die Endmission zu sein, wenn ich mich nicht irre. Ich mache mal die Karte auf. Na, er hat es doch direkt markiert. Machen wir die Markierung gerade mal weg. Obwohl, na, ist egal. So, Spielerprofil, schauen wir mal. Ja, wir sind bei 91%. Das wird wahrscheinlich die Endmission sein. Und ich würde sagen, die heben wir uns auf jeden Fall für den nächsten Stream auf und wahrscheinlich dann für Episode, weiß ich nicht, 10 oder 11 oder was auch immer dann noch so kommt. Also, wie gesagt, 9. ist das jetzt, glaube ich, bei YouTube. Und die 10., wie gesagt, das wird sich dann entsprechend ergeben. Ich werde aber die Punkte gerade nochmal anpassen. Hier haben wir schon wieder 5 Sachen. Heilige Scheiße. Bewegung, was haben wir ja Schönes? Fokusschild, ja, wie gesagt, nutze ich eigentlich nie, aber ich mache es ja trotzdem mal. Fokusschild plus, ja, wie gesagt, lassen wir mal aus. Haben wir noch was anderes hier? Kampf. Okay, das ist das. Was ist das hier? Betäubungsvorteil. Ja, das machen wir auf jeden Fall mal. Klingt gut. So, Übergang Fokusschild. Ja, machen wir auch mal. Leichter Übergang Schaden. Höherer Schaden durch leichte Übergangsangriffe von oben. Okay, höherer Schaden. Das war so schon fast nie die One-Hit. Schwerer Übergangsschaden. Das klingt irgendwie sinnvoller, ne? Aber ich guck trotzdem mal, was wir Ausrüstung noch haben. Störung. Ach, das war diese Störungsgeschichte. Das ist vielleicht gar nicht mehr so verkehrt, ne? Ich hole uns das einfach mal. KI-Störung. Jagddrohne. Geschütze. Ja, auch cool irgendwie, ne? Aber ich denke mal, die letzten werden wir nochmal hier auf den... Entweder auf Vollbewegung oder auf Kampf. Ich mach mal hier einfach schwere Übergangsschaden. Nächste ist nochmal schwerer Übergangsschaden. Okay, wie auch immer. Gut, aber Hauptsache die Punkte verteilt. Ja, dann würde ich sagen, haben wir unsere 3 Stunden für heute auch voll. Beziehungsweise die 1 Stunde für diesen Part, sage ich jetzt mal. Und von daher würde ich sagen, die Endmission oder wie auch immer, heben wir uns dann für wann anders auf. Weiß noch nicht genau, wann ich das nächste Mal streamen werde, aber ich werde auf jeden Fall wahrscheinlich ein paar Tage Pause nehmen, weil das doch recht heavy war gerade. Und ich hatte ja auch noch vor, wie gesagt, für Tanoa, für Arma 3 noch diverse Videos zu machen, da muss ich auch noch ein bisschen aufnehmen, von daher würde ich sagen, ja, mache ich hier einen Break und ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wenn ja, dann könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben bei YouTube, ob euch das gefallen hat, würde mich natürlich freuen und wir sehen uns dann beim nächsten Part, beim Endpart, sage ich mal. Alles klar, bis dann, euer Dark Resistance, ciao, ciao.